alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, zuerst einmal gebührt Allah subhanahu wa ta'ala der Dank, dass er uns heute hier versammelt hat. Alle Lob gebührt ihm und aller Dank sei ihm. Und der Dank sei auch den Brüdern aus dem Vorstand dieser Moschee, die uns diese Möglichkeit gegeben haben in einer Zeit, wo viele Moscheen und die meisten Moscheen sowas gar nicht anbieten und teilweise sogar diese Ansammlungen verbieten. Deswegen sollte man dankbar sein, indem man für sie Dua macht, indem man sagt, oh Allah, gebe ihnen das Gute im Diesseits und im Jenseits, möge Allah sie dafür belohnen. Und der Dank auch sei unserem Sheikh, den Imam, Barakallahu Fih, für diese schöne Rezitation und dass er aus seiner Bescheidenheit her mich hier so sitzen lässt, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm vergeben und ihm Belohnung geben. Und möge Allah jeden einzelnen von euch belohnen, der hier gekommen ist zu diesem Vortrag, zu dieser Sitzung. Ich war sehr lange nicht mehr hier gewesen in dieser Moschee, aber Alhamdulillah hat sich die Wiederkehr gelohnt, Alhamdulillah, um zu sehen, dass sehr viele Jugendliche heute dabei sind. Beim letzten Mal, ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr so gut erinnern, aber auf jeden Fall beim letzten Mal waren nicht so viele hier gewesen, also waren sehr wenige. Und heute, subhanallah, eine Überraschung, mashallah, so viele Jugendliche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen von euch belohnen. Tayyib, das Thema, wie beim Flyer erwähnt, ist eine Vortragsreihe von mir. Was bedeutet es, Muslim zu sein? Diese Vortragsreihe halte ich in verschiedenen Städten ab mit verschiedenen Themen. Das Thema heute ist der Muslim und seine Freunde aus dem Kapitel Der Muslim und sein eigenes Selbst. Ich zitiere aus einem Buch Der ideale Muslim, Shakhsiyatul Muslim von Sheikh Ali al-Hashim rahimahullah. Und dieses Buch beschreibt eigentlich die Lebensweise eines Muslims. Weil der Muslim zeichnet sich aus in seiner Lebensweise. Der Muslim ist kein Christ, der Muslim ist kein Jude, der Muslim ist auch nicht wie ein Christ oder wie ein Jude, der Muslim ist auch kein Säkularist oder ein Liberalist, sondern der Muslim ist jemand, der sich Allah subhanahu wa ta'ala ergibt. Und diese Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala setzt eine bestimmte Lebensweise voraus. Erst dann kann jemand wirklich ein Muslim sein. Deswegen, wir reden hier vom wahren Muslim. Wir reden nicht von irgendeinem Muslim, der angibt, Muslim zu sein, obwohl er mit dem Islam genauso viel zu tun hat, wie vielleicht der Teppich hier aus der Moschee. Sondern wir reden von einem Muslim, der wirklich ein wahrer Muslim ist, der sein Bestes versucht, um den Islam zu praktizieren. Und das Thema ist natürlich auch wichtig für uns Jugendliche, Shabab, weil eines der größten Hindernisse für das Praktizieren der Religion auf vernünftige Art und Weise ist die falsche Freundschaft. Das muss man ganz klar erwähnen. Viele Brüder und viele Schwestern möchten den Islam praktizieren. Sie möchten es, sie wünschen sich zu beten, den Hijab zu tragen, die Drogen zu unterlassen, den Alkohol zu unterlassen, die Freundin zu verlassen. Viele wünschen sich das. Aber warum erreichen viele diese Sache nicht? Einer der Gründe dafür ist die falsche Freundschaft. Sie haben falsche Freunde, die sie immer wieder von diesem Weg abhalten. Die sie immer wieder von diesem Weg nehmen. Deswegen wollen wir heute lernen, was bedeutet diese Freundschaft? Was bedeutet es, einen Freund zu haben, einen guten oder einen falschen Freund zu haben? Sheikh Ali al-Hashim rahimahullah sagt in diesem Buch, er verkehrt, also der wahre Muslim, er verkehrt mit rechtschaffenen Menschen und nimmt an religiösen Versammlungen teil. Der wahre Muslim, der praktiziert, der Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er verkehrt mit rechtschaffenen Menschen, mit Muslimen, die rechtschaffen sind, die Allah fürchten, die die Religion praktizieren, nicht nur einfach nur mit Muslimen. Und dieses Problem sehen wir auch bei vielen, die konvertieren. Geschwister, die konvertieren. Ein Bruder konvertiert zum Islam
Und er hängt mit Muslimen ab, ja. Aber was sind das für Muslime? Es sind Muslime, die nicht die Religion praktizieren. Und das bringt dazu, dass dieser Mensch, dieser Bruder, der konvertiert ist, immer noch in seinem alten Leben gefangen ist. Obwohl er den Islam angenommen hat. Wir wollen nicht sagen, dass er kein Muslim ist oder kein Muslim mehr ist, sondern er ist Muslim, aber er ist immer noch in seinem alten Leben gefangen. Ein Leben voller Sünden. Und dann fragst du ihn, Bruder, bist du, mit wem hängst du ab? Ja, ich hänge mit den Jungs ab. Welche Jungs? Ja, mit Ali und Mohammed und Ahmed und Serkan und Görkan und... Das sind Muslime. Ja, aber keine rechtschaffenen Muslime. Das heißt, sie halten ihn vom Weg ab. Er sagt, heute ist ein guter Tag, heute ist Freitag. Jumu'ah, Freitagsgebet. Ey Jungs, lass mal beten gehen. Ah, Bruder, ich weiß nicht, ich habe so viele Sünden gemacht, sagt der eine. Der andere sagt, boah, Bruder, keine Zeit. Der andere sagt, boah, nee, beten in der Moschee. Man muss nicht in der Moschee beten, um Muslim zu sein. Gibt es auch so Philosophen, ne? Diese Philosophen, die konvertierte Muslime vom Islam abhalten durch ihre falsche Philosophie. Der eine sagt, ja, du musst nicht Muslim sein. Du musst nicht in die Moschee gehen, um Muslim zu sein. Bete für dich, Bruder. Bete so, wie du betest, egal. Und der andere, was sagt der andere? Der andere sagt, ich gehe nicht in Moscheen beten, weil in Moscheen sind nur Radikale. Und der andere sagt, keine Ahnung, ich habe keine Lust, in der Moschee zu beten. Und so weiter. Das heißt, keine rechtschaffenen Muslime. Aber der wahre Muslim, er sucht sich seine Freunde genau aus. Warum? Weil der Freund hat Einfluss auf den Menschen. Die Menschen um dich herum haben Einfluss auf dich, ob du willst oder nicht. Deswegen musst du dir deine Freunde auswählen. Und damit wählst du auch den Einfluss aus, den du bekommst. Ob positiv oder negativ. Und er, der wahre Muslim, nimmt an religiösen Versammlungen teil. Vorträge, Ermahnungskreise. Das Jumu'ah-Gebet zum Beispiel ist auch eine Versammlung, eine religiöse Versammlung. Das Jumu'ah-Gebet hat sehr viele Weisheiten und sehr viele Vorteile. Unter anderem ist die Weisheit für das Freitagsgebet, dass die Muslime sich versammeln, dass sie sich treffen und dass sie einander anfreunden, dass die Liebe wächst und dass man sich kennenlernt. Ja? Wir haben euch, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, unser Imam Jazallahu Khairan hat den Vers rezitiert aus Surat al-Hujurat. Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Wir haben euch, o ihr Menschen, ja, Johannes, o ihr Menschen, Muslime vor allen Dingen hier. Wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Wir haben euch zu Türken gemacht, zu Albaner gemacht, zu Marokkaner gemacht, zu Bosnier gemacht, zu Deutschen gemacht. Warum? Damit ihr euch einander kennenlernt. Damit die Liebe unter euch als Muslime wächst. Damit ihr befreundet seid miteinander. Damit ihr abhängt miteinander. Freunde seid miteinander. Aber wisset, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Aber wisset, die besten Freunde, die ihr haben könnt und die besten Beziehungen, die ihr haben könnt, sind die Beziehungen und die Freundschaften mit denen, die am gotteswichtigsten sind. Denn der gotteswichtigste ist der Beste unter uns. Nicht der, der am meisten Geld hat, der den besten Beruf hat, der einen Doktortitel hat, Diplom hat, Ingenieur ist und so weiter, sondern der Beste unter uns ist akramakum indallahi, inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste unter uns ist der, der am meisten Gottesfurcht hat, der am meisten Allah gehorcht. Er sagt weiter, der Muslim strebt danach, ein Muslim strebt danach, diesen hohen Status durch die Gesellschaft rechtschaffener Menschen, die einander Wahrheit, Geduld und Standhaftigkeit lehren, zu erreichen. Der Muslim versucht immer wieder weiterzukommen, sich zu entwickeln. Das ist der gute Muslim. Genauso in der Schule. Wenn wir fragen, was ist ein guter Schüler? Ob in der Schule jetzt oder in der Uni,
was ist ein guter Student? Dann ist die Antwort, derjenige, der versucht, sich immer wieder weiterzuentwickeln, der immer wieder lernt und sich anstrengt und versucht, besser zu werden. Genauso der Muslim. Der Beste von uns Muslimen ist der, der sich entwickelt. Nicht der, der sagt, ja, hab ich so gelernt. Das Gebet, wie betest du? Ja, ich bete halt so, wie mein Vater mir gezeigt hat. Ja, willst du nicht kontrollieren, ob dieses Gebet richtig ist oder falsch ist, ob da etwas fehlt, ob. Nee, mein Vater hat mir das so beigebracht und das war's. Du fragst ihn, diese Akida, die du hast, diesen Glaubensinhalt, den du trägst, diese Glaubensgrundlagen, mit denen du lebst, sind sie richtig oder falsch? Hast du das mal kontrolliert? Und sag, ist mir egal. Ich bin Türke, bei uns Türken ist das halt so. Ich bin Albaner, bei uns Albaner ist das halt so. Ich bin Marokkaner, bei uns Marokkanern macht man das halt so. Der wahre Muslim ist derjenige, der sich immer wieder entwickelt. Nach vorne entwickelt, nicht nach hinten entwickelt. Sondern er entwickelt sich immer wieder nach vorne. Deswegen, ein Muslim strebt immer danach, diesen hohen Status durch die Gesellschaft rechtschaffener Menschen, die einander Wahrheit, Geduld und Standhaftigkeit lehren, zu erreichen. Er versucht immer wieder, diesen hohen Status zu erreichen. Den Status der Rechtschaffenheit. Den Status der Gottesfurcht. Den Status der wahren Freundschaft. Weil die wahre Freundschaft ist die Freundschaft unter den Wahrhaftigen. Deswegen sagen die Araber, sie sagen, Sadiquka, man sadaqaka, wala man saddaqak. Sagen, der Freund ist derjenige, der dir die Wahrheit erzählt. Sadiquka, man sadaqak. Derjenige, der wahrhaftig zu dir ist, die dir Wahrheit erzählt und die dir die Wahrheit beibringt und dich zur Wahrheit führt, zum Islam, zum Koran, zur Sunna. Das ist der wahre Freund. Aber der falsche Freund ist wer? Ist derjenige, der dir immer Recht gibt. Der sagt dir, ja, du hast Recht. Du bist gut. Mach dir keine Sorgen. Guck mal, was machst du denn? Was machst du? Okay, du rauchst vielleicht. Betest nicht. Okay. Guck dir mal den an und den an und den an und den an. Du bist gut. Du bist korrekt. Mach dir keine Sorgen. Das ist nicht dein Freund, der dir immer wieder Recht gibt und immer wieder Sympathie für dich trägt und dich auf keinen Fall kritisiert und dir keinen Ratschlag gibt. Im Endeffekt lügt er dich an. Er weiß, dass du schlecht bist, aber er lügt dich an. Warum? Weil er dich nicht verletzen will. Weil er dir nicht unangenehm ankommen will. Er will nicht unangenehm sein. Es gibt mehrere Gründe. Deswegen der wahre Freund ist derjenige, der dir die Wahrheit beibringt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, der Sheikh, rahimahullah, macht eine Andeutung auf eine Sure. Suratul Asr. Die Sure Al-Asr, das Zeitalter oder das Gebet Al-Asr. Eine gewaltige Sure. Imam Shafi'i, rahimahullah, sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala keine andere Sure außer diese Sure herabsenden würde oder herabgesandt hätte, so würde diese Sure ausreichen, weil in dieser Sure ist alles vorhanden. Suratul Asr. Die meisten von euch kennen diese Sure auswendig. Wal Asr. Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Bei der Zeit. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas schwört, dann ist dieses, worauf er schwört, gewaltig. Allah schwört auf eine Sache, die erschaffen ist, was wir nicht dürfen. Wir dürfen nur auf Allah schwören und auf seine Namen, auf seine Eigenschaften, Subhanah. Aber wenn Allah Subhanah auf eine Sache schwört, dann will er uns damit zeigen, dass diese Sache wichtig ist. Wal Asr. Das heißt, Al Asr huna bima'na Zaman, Al Waqt. Das heißt, die Zeit. Das Zeitalter. Deswegen, die Zeit ist eines der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt haben. Es ist unser Vermögen, unser Kapital. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns am jüngsten Tag fragen, wie wir diese Zeit genutzt haben. Jede Sekunde müssen wir erklären bei Allah subhanahu wa ta'ala. Warum hast du das so gemacht und warum hast du das nicht so gemacht?
Du hast doch die Zeit gehabt. Du warst jung gewesen. Du warst stark gewesen. Du warst gesund gewesen. Warum hast du nicht gebetet? Warum hast du Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht? Warum hast du nicht die Religion praktiziert? Wal Asr. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird auch nach laut einiger Mufassirun bei Al-Asr, Salatul Asr, also bei dem Asr-Gebet. Ja? Das Asr-Gebet ist auch eines der wichtigsten, also alle Gebete sind wichtig, aber das Asr-Gebet hat nochmal eine Besonderheit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Bewahrt die Gebete. Das heißt, bewahrt die Gebete, indem ihr sie pünktlich betet, vernünftig betet, nach der Sunna betet. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَحَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى. Und bewahrt auch das mittlere Gebet. Was ist hier gemeint? Hier ist Al-Asr-Gebet gemeint, wie die Mufassirun gesagt haben. Warum? Warum unbedingt dieses Asr-Gebet? Weil sie sagen, zu der Zeit von Asr, das ist nachmittags, sind die meisten Menschen mit der Dunya beschäftigt. Und da kommt der Muslim, der Allah gehorcht und Allah liebt, über alles. Er kommt und betet für Allah subhanahu wa ta'ala vier Gebetseinheiten. Um zu zeigen, dass die Dunya für ihn minderwertig ist. Um zu zeigen, dass die Dunya für ihn nach Allah kommt, nicht vor Allah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِنَّ الْإِنسَانَ أَيْ كُلُّ الْإِنسَانِ. كُلُّ إِنسَانٍ إِنسَانٍ. Jeder Mensch ist in Verlust. في خسر, في ضلال, في ضياع, في هلاك. Sagt, alle Menschen, جِنْسُ الْإِنسَانِ, der Mensch an sich ist in Verlust und ist in Irreleitung. Und ist verloren. Deswegen, die meisten Menschen kommen in die Hölle. Das ist Fakt. Das ist nicht, was ich sage, oder was der Imam sagt, oder jemand anders. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat und was die Geschichte sagt, die Realität sagt. Dass die meisten Menschen in die Hölle kommen werden. Wa'iyadu billah. In einem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, von 100 kommen 99 in die Hölle und einer kommt ins Paradies. Deswegen, Muslim zu sein bedeutet, auserwählt zu sein. Ein Muwahhid, ein Monotheist zu sein, bedeutet, auserwählt zu sein von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil die meisten Menschen ihrer Lust folgen und ihre Lust und die Sünden und die Begierden vor dem Islam stellen und über Allah stellen. Das ist Realität. Deswegen lässt Allah auch die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala setzt keinen unter Druck oder Allah subhanahu wa ta'ala zwingt keinen. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wer glauben will, er soll glauben im Diesseits. Und wer ungläubig sein will, er soll ungläubig sein im Diesseits. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Wege. Und das ist auch das Gefährliche daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir alle Wege ebnet, das Gute und das Schlechte, und du musst auswählen. Allah subhanahu wa ta'ala macht dir natürlich den Weg leicht, wenn du Gutes hast in deinem Herzen, macht dir Allah den Weg leicht zum Guten. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Innal insana lafi khusr. Alle Menschen sind in Verlust, in Irreleitung, in der Hölle. Illa alladhina amanu. Außer diejenigen, die glauben. Außer diejenigen, die an Allah fest glauben und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fest glauben, an den jüngsten Tag fest glauben. Das heißt, sie glauben, und das ist eine Andeutung darauf, dass sie eine Gruppe sind. Illa alladhina amanu. Das heißt, es ist eine Jama'a, eine Gruppe, eine Ansammlung von Menschen, die miteinander sind und nicht gegeneinander sind. Illa alladhina amanu. Wahrlich, die Gläubigen, die Gottesfürchtigen. Aber jetzt, wenn ich jetzt Freunde suchen will, suche ich nur nach denen, die einfach nur glauben, die sagen, sie sind Muslime und das war's? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Es sind Leute, die glauben, die sagen, dass sie Muslime sind, aber sie tun auch. Sie setzen ihren Glauben in Tat um.
Und sie tun nicht einfach nur, sie beten nicht einfach nur oder fasten nicht einfach nur, sondern sie beten und fasten so, wie Allah es möchte. Das heißt, sie praktizieren den Islam so, wie Allah es vorgeschrieben hat im Koran. Und so, wie der Prophet es gezeigt hat in seiner Sunna. Weil heute haben wir eine Vielzahl von Muslimen, die beten. Alhamdulillah. Und die praktizieren und so weiter. Aber leider ist es so, dass viele von diesen Muslimen, die praktizieren, nicht wirklich richtig praktizieren. Die einen folgen ihrer Tradition, die anderen folgen ihrem Sheikh, die anderen folgen dem Madhab blind. Er sagt, ich bin Hanafi, das ist so bei uns. Sagst du ihm, ja Bruder, okay, aber schau mal, was die Maliki-Gelehrten sagen und die Shafi'i-Gelehrten und die Hanabila-Gelehrten. Und schau mal, was die Sahaba gesagt haben, die Tabi'un. Und schau mal, was die Gelehrten sagen. Warum hältst du an dieser Meinung fest? Als ob sie eine Aussage vom Koran wäre. Oder ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagt, nein, das ist so. Ich bin Hanafi und das ist so bei uns. Punkt aus Ende. Und der andere folgt irgendeiner Gruppe, irgendeiner Sekte, irgendeine Ansammlung von Menschen. Das heißt, du suchst nach denen, die an Allah glauben und den Islam vernünftig praktizieren. Bleiben wir hier stehen? Nein, wir gehen weiter. Allah subhanahu wa ta'ala geht noch weiter. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Und sie sprechen auch über den Islam. Sie verbreiten den Islam. Sie sprechen über die Wahrheit und verbreiten die Wahrheit. Sie schämen sich nicht für ihren Glauben, sondern sind Menschen, die den Islam nach vorne bringen wollen. Mit denen sollst du befreundet sein. Mit Leuten, die den Islam nach vorne bringen und nicht nach hinten bringen wollen. Ja, die sich weiterentwickeln wollen im Islam und nicht weiterentwickeln wollen, wie es der Kafir haben will. Das heißt in Form von Modernisierung. Er sagt, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir müssen einen Islam haben, der neu ist, reformiert ist. Ja? Kann sich der Islam erneuern? Die Antwort ist nein. Der Islam von seinen Grundlagen her ist fest und das macht ihn auch aus. Das macht den Islam aus, dass er unveränderbar ist. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Heute habe ich euch, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu den Sahaba, heute habe ich euch eure Religion vollständig gemacht. Und ich habe meine Gunst auf euch erwiesen. Und ich habe für euch die Religion Al-Islam als Religion ausgewählt. Und nur damit bin ich zufrieden. Das heißt, der Islam ist fest. Deswegen musst du nach denen schauen, die nicht vorgeben, sich zu entwickeln und dabei wollen sie den Islam zerstören, sondern du musst nach denen schauen, die sich entwickeln wollen im Islam und auch natürlich in den weltlichen Dingen. Das heißt nicht, dass du mit dummen Leuten sein sollst, sondern du sollst auch mit Leuten sein, die auch etwas drauf haben, die studiert haben, die eine Ausbildung gemacht haben, die, sage ich mal, einen bestimmten Status haben. Kein Problem, aber nicht auf Kosten der Religion. Nicht auf Kosten der Religion. Und es sind Leute, die sich einander die Geduld anraten. Das heißt, es sind Leute, die geduldig sind in der Religion. Geduldig sind, was die Sünden angeht. Es sind nicht Leute, die einfach nach ihrer Lust gehen und sündigen. So welche Leute musst du haben. Das sind deine Freunde, um die du suchen musst. Und wenn du sie hast, dann halte an ihnen fest. Er sagte, dass der Muslim an den Versammlungen teilnehmen soll. Ja, er sagt hier zum Beispiel, sie erlangen diese Stufe der Freundschaft, der Liebe einander. Sie erlangen diesen durch die kontinuierliche Anwesenheit bei religiösen Versammlungen. Kontinuierlich. Wenn du Liebe haben willst zu deinem Bruder, dann sollst du darauf achten, dass du immer wieder zum Vortrag kommst. Und nicht einmal und dann nie wieder.
Und dann wunderst du dich, warum du wieder in der Shisha-Bar sitzt, warum du wieder bei der Freundin sitzt, warum du wieder das Gebet unterlassen hast, warum du wieder mit dem Kiffen angefangen hast, mit der Shisha angefangen hast. Du musst kontinuierlich an den Sitzungskreisen teilnehmen. Wo sind die Leute, die überhaupt Sitzungskreise haben wollen? Wo? Wo sind die Jugendlichen? Wo sind die Eltern von Kindern, die sich darum bemühen, dass die Kinder sich hier treffen? Hier in der Moschee, in einem Sitzungskreis. Weil wenn die Jugendlichen sich nicht hier treffen, wo treffen sie sich dann? Sie treffen sich in der Shisha-Bar. Dein Sohn, ja, dein Bruder, dein Neffe, dein Enkelkind. Wenn du dich nicht darum bemühst, dass die Jugendlichen, und das ist ein Appell an den Vorstand und an die Älteren und an die Jugendlichen auch, wenn ihr euch nicht darum bemüht, dass so welche Sitzungskreise teilnehmen, dann wundert euch nicht, wenn unsere Brüder irgendwo wieder in der Shisha-Bar sitzen oder irgendwo in der Straße sitzen. Weil sie sagen, wo sollen wir sonst hin? Wo sollen wir sonst hin? Samstagabend, kein Plan, was wir machen sollen, Langeweile. Dann treffen wir uns halt in der Shisha-Bar. Was ist los? Warum nicht? Da ist es schön warm, cool. Shisha kann man rauchen, man sieht, man sieht und wird gesehen, ja? Und ist alles okay. Warum nicht? Das heißt, wir müssen uns darum bemühen, meine lieben Geschwister im Islam. Und wir müssen uns darum bemühen, aufgepasst, an diesen Sitzungskreisen kontinuierlich teilzunehmen. Weil, schaut mal, ich bin in dieser Dauerarbeit, wenn man das so nennen darf, seit 2008 dabei. Also aktiv. Davor war ich auch mal ab und zu mal da, mal nicht. Aber aktiv seit 2008. Und es gibt immer dieses Phänomen von Leuten, die einmal kommen, zweimal, dreimal und dann nicht mehr. Aber das ist es nicht. Du gehst ja auch nicht zur Schule ein, zwei, dreimal und dann sagst du keinen Bock mehr. Ich bleib zu Hause. Du gehst jeden Tag dahin. Genauso die Arbeitsstelle. Du gehst von Montag bis Freitag dahin. Wenn du studierst, hast du auch regelmäßige Zeiten. Wenn du Fitness machst, trainierst, du hast bestimmte Zeiten, du hast eine Kontinuität, also du hast eine Beständigkeit. Ansonsten brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du immer noch einen dicken Bauch hast und immer noch keine Muskeln hast. Weil du machst ein, zwei, drei Mal und dann, okay, tschüss. Aber wenn du dich daran hältst, dann wirst du sehen, wie sein, wenn wir jetzt nur von Fitness reden, okay, wie dein Körper sich entwickelt und du dich fit fühlst und gut fühlst. Genauso hier. Er sagt, sie erlangen diesen Status von Glauben, Gottesfurcht und Freundschaft und Liebe zueinander durch die kontinuierliche Anwesenheit bei religiösen Versammlungen. Bei religiösen Versammlungen. Und nicht bei Tratsch-Versammlungen. Ja? Kaffee- und Kuchen-Versammlungen. Sondern es sind Versammlungen der Religion. Bei denen Ansammlungen, bei denen Allahs Name oft genannt wird. Also Versammlungen, wo über Allah gesprochen wird, weil das ist, was uns Glauben schenkt. Und nicht, wenn wir uns versammeln, dann reden wir über Politik, dann reden wir über Autos, über Fußball, über Frauen, über Geld, über Essen, über Fitness, über. Nein. Ansammlungen, wo man über Allah spricht, subhanahu wa ta'ala. Bei denen Allahs Name oft genannt wird und bei denen Diskussionen über die Bedeutung der islamischen Lehren im Hinblick auf die Entwicklung des Individuums, Tarbiyah, der Familie und der Gesellschaft stattfinden. Das heißt, Ansammlungen, wo man über Allah spricht, über die Bedeutung des Islam spricht, über den Fiqh des Islam spricht. Wie betet man, wie fastet man, wie macht man die Hajj? Heute in muslimischen Ländern, in Marokko, gibt es Jugendliche, die nicht mal wissen, wie man Russel macht. Wie man sich wäscht vom Beischlaf oder vom Samenerguss. Das ist eine Realität, eine bittere Realität. Es gibt Jugendliche in den muslimischen Ländern, die nicht wissen, wie man betet.
Es gibt Jugendliche in den muslimischen Ländern, wenn du sie fragst, nenn mir 4 Sahaba, 4 Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann erwähnt er vielleicht 1, 2 und dann erwähnt er vielleicht einen Schauspieler oder einen Fußballspieler oder und denkt, das ist einer der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahnsinn! Das ist in einem muslimischen Land der Fall. Wie ist es dann hier? Die meisten Muslime da draußen, Jugendliche, beten nicht. Wisst ihr warum? Weil sie es nicht können. Du fragst ihn, warum betest du nicht? Er sagt, ich möchte beten, aber ich kann es nicht. Warum kann er es nicht? Weil es keine Ansammlungen gibt. Wo gelehrt wird und gezeigt wird, wie man betet. Dann sprechen sie in diesen Ansammlungen über die Terbiyah des Individuums, des Muslims. Die Terbiyah, wie spricht man, wie sitzt man, wie gehe ich mit dem Imam um, wie gehe ich mit meinem Bruder um, wie gehe ich mit meinen Eltern um, wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, um den Sünden zu entkommen und so weiter. Das heißt, die Erziehung des Muslims. Und man spricht bei diesen Ansammlungen über die Familie und über die Gesellschaft der Muslime, über die Umma, über die Probleme, die in der Umma stattfinden, über die Sorgen der Umma und auch über Geschichte des Islam. Auch wichtig. Viele von uns kennen gar nicht die Geschichte des Islam. Heute bekommen wir oft ein Scheinargument von den Islamhassern und den angeblichen Islamexperten an den Kopf geworfen. Der Islam gehört nicht zu Europa. Ja, ist ein Scheinargument. Ein Scheinargument, eine Lüge. Der Islam gehört zu Europa seit dem 8. Jahrhundert. Seit dem Jahr 711. Als Tariq ibn Ziyad rahimahullah nach Spanien gekommen ist. Seitdem hat der Islam Europa nie wieder verlassen, bis heute. Der Islam hat sogar Deutschland erreicht. Richtig, der Islam hat im 9. Jahrhundert und im 10. Jahrhundert ungefähr sogar die Donau erreicht. Deutschland, Süddeutschland, Muslime. Ja, Muslime haben in der Zeit zwischen dem 9. Jahrhundert und dem 10. Jahrhundert ein Gebiet eingenommen. Zwischen Nordfrankreich, Südschweiz bis hin zu Süddeutschland, zu den Alpen, bis hin nach Norditalien. Fraxene. Das Emirat von Fraxene. Kennen viele nicht. Die Muslime haben es bis Deutschland erreicht. Und Andalusien, Sizilien, Sardinien, die Muslime waren hier. Schon immer. Seit dem 8. Jahrhundert. Das heißt, die Ansammlungen sollen mit diesen Inhalten gefüllt werden, damit die Muslime Argumente haben. Heute fehlen den Muslimen Argumente. Es gibt Islamhasser, die von Stadt zu Stadt wandern. Und die irgendwelche Lügen erzählen über den Islam. Und sagen, der Islam ist eine Religion von Terror und Töten und von Gewalt, eine Religion von Gewalt, eine Religion von Missachtung, von Intoleranz und verbreiten Lügen. Und dann kommen Muslime, die mit diesen Leuten argumentieren wollen und diese Muslime erzählen nur Schwachsinn. Ja, und lügen auch teilweise über die Religion. Warum ist das so? Weil den Muslimen nichts beigebracht wird. Du gehst zur Freitagspredigt und die Freitagspredigt ist entweder auf Türkisch und viele verstehen kein Türkisch. Selbst die Türken unter uns verstehen dieses Türkisch, was der Imam dort spricht, nicht. Warum? Weil sie gar kein Türkisch können? Nein, sie können schon Türkisch, aber der Imam spricht in einem Hochtürkisch. Weil Türkisch ist eine Sprache, so wie alle anderen. Und im Türkischen gibt es das Hochtürkisch und das Türkisch, was halt Umgangssprache ist, was die meisten sprechen. Und die Jugendlichen gehen zur Moschee. Das ist ja das
Wunder, dass die Tatsache, die nicht in meinen Kopf reinkommen will. Die Jugendlichen gehen schon dahin. Yani, der hat schon so viel Iman, obwohl er eine Freundin hat, zur Shisha-Bar geht und. Aber er hat so viel Iman, dass er am Freitagsgebet, also beim Freitagsgebet teilnimmt, zur Moschee geht. Aber er versteht nichts. Er versteht vielleicht nur Gel oder Buria oder Orda oder ja, so diese paar Wörter. Kardeşler, ne, Brüder und das war's. Und dann fragst du ihn, wie war die Khutba? Hast du irgendwas verstanden? Er sagt, ich verstehe das nicht. Der spricht so, wie die Nachrichtensprecher sprechen und wie die Politiker sprechen. Ja, als Hochtürkisch. Genauso wie in den arabischen Moscheen. Die marokkanischen Jugendlichen zum Beispiel, viele von ihnen sind Marokkaner, aber Berber. Das heißt, sie sprechen zu Hause nur Berbisch. Kein Arabisch. Verstehen gar nichts. Und selbst die, die Arabisch sprechen zu Hause, verstehen kein Hocharabisch. Und die Imame sprechen Hocharabisch in der Khutba. Das heißt, meine lieben Geschwister im Islam, worauf will ich hinaus? Ich will auf eine Sache hinaus. Und zwar, dass wir uns ändern müssen. Dass wir uns weiterentwickeln müssen. Draußen lauern Gefahren, von denen wir gar keinen Schimmer haben. Und wir müssen aufhören, uns immer wieder zurückzuziehen. Ich rede hier nicht davon, dass man Gewalt antun soll oder dass man irgendwas Illegales machen soll. Nein, ich rede von unseren Rechten. Das sind unsere Rechte, die wir haben. Dass wir Ansammlungen haben in den Moscheen, wo gepredigt wird auf Deutsch. Dass die Khutba auf Deutsch gemacht wird oder zumindest übersetzt wird. In diesen Sitzungskreisen bekommt der Muslim Iman, Glauben. Weil viele Geschwister haben Probleme, ihren Glauben zu stärken. Da gibt es oft dieses Problem. Ich habe einen schwachen Iman, was soll ich tun? Was kann ich machen, um meinen Iman zu stärken? Ganz einfach, geh in die Moschee. Idealerweise nimm an einem Sitzungskreis teil. Wenn nicht, dann geh wenigstens zur Khutba. Auch wenn du nichts verstehst. Geh zu den Gebeten in der Jama'a, in der Gemeinschaft. Du wirst sehen, das wird dir Glauben schenken. Dein Glaube wird zunehmen. Er sagt weiter, bei diesen Versammlungen sinnen die Gläubigen, Geschwister, die Anwesenden. Er sagt, bei diesen Versammlungen sinnen die Anwesenden über die Macht Allahs. Sie sprechen und denken über die Macht Allahs nach. Des Überwältigenden, Subhana, des Allmächtigen, von dem nichts im Himmel oder auf der Erde ablenken kann nach. Das heißt, sie setzen sich hin und einer spricht, nicht wie bei manchen Gruppen, wo sie sagen, jeder muss jetzt eine Ecke nehmen und alle müssen die Augen zumachen und meditieren. Ja, und jeder muss irgendwie an Allah denken und in sich hineinkehren. Nein, das ist eine Bid'ah, das ist eine Erneuerung. Wir haben von Rasulullah s.a.w. gelernt, von seinen Sahaba, seinen Gefährten, dass wir in der Moschee sind und unsere Ansammlungen so sind, dass jemand spricht und die anderen zuhören. Ja, in Form einer Ermahnung oder in Form eines Dars, eines Vortrages. Das ist, was wir gelernt haben von Rasulullah s.a.w. und seinen Sahaba. Aber nicht, dass wir uns hinsetzen und jeder irgendwie philosophiert und sich in sich hineinkehrt und nachdenkt oder irgendwie sowas, wie manche Gruppen das machen, das ist falsch. Das ist eine Erneuerung, das ist verboten. Sie denken nach über die Anwesenheit Allahs. Sie sprechen über die Macht Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala, über seine Eigenschaften, über seine Namen, über seine Eigenschaften subhanahu wa ta'ala. Und das bringt Iman. Jetzt, wie wir gerade hier sitzen, hoffe ich von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Iman schenkt. Weil alleine, dass man hier sitzt, gibt einen Glauben. Die Engel umkreisen diese Sitzungen. Die Barmherzigkeit kommt herab. Die Ruhe von Allah subhanahu wa ta'ala kommt herab. Und der Iman, der Glaube steigert sich und wird immer stärker. Er sagt weiter, sie meditieren über die Wunder seiner Schöpfung, des Universums und des Menschen.
Meditieren ist vielleicht hier das falsche Wort, weil Sheikh Ali Hashim rahimahullah, wie man hier aus diesem Buch entnehmen kann, hat er manche Ausdrücke benutzt, die auch eine bestimmte Gruppe benutzt. Ja? Die Sufis, die benutzen diese Begriffe, ja? Meditieren und so weiter. Aber man sollte eher sagen, sie denken nach über die Wunder seiner Schöpfung und des Universums und des Menschen. Entweder jeder Einzelne, indem er ein Buch liest, ein Tafsir, das Koran liest, ein Hadith-Buch liest, oder indem jemand etwas erklärt, ein Buch erklärt, ein Hadith erklärt, ein Vers oder eine Sure erklärt. Bei solchen Versammlungen, sagt er, werden Seelen veredelt, Herzen gereinigt und das ganze Wesen des Menschen wird mit Glauben erfüllt. Deswegen diese Sitzungskreise sind die Werkstatt für unser Herz. Diese Sitzungskreise sind die Werkstatt für unser Herz. Damit wir unser Herz reinigen, verbessern, stärken, brauchen wir diese Sitzungskreise. Deshalb pflegte Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, wann immer er einen der Gefährten des Propheten aus dem traf, zu sagen, komm, lass uns für eine Weile an unseren Herrn glauben. Als der Prophet davon hörte, sagte er, möge Allah sich ibn Rawaha erbarmen, weil er die Versammlungen liebt, an denen die Engel voller Stolz teilnehmen. Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, ging zu den Gefährten manchmal und sagte, komm, lass uns für eine Weile an unseren Herrn glauben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass einer der Gefährten sich beschwert hat beim Propheten Sallallahu darüber. Ja? Er sagte, ta'ala nu'min sa'a. Komm, lass uns für eine Stunde glauben. Einer der Gefährten hat sich gewundert und ging zum Propheten Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ja Rasulullah, Abdullah ibn Waha sagte zu mir, lass uns eine Stunde glauben. Und der Muslim muss immer glauben, nicht nur eine Stunde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hier sagt er, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon hörte, ja, er hat sich bei ihm beschwert und dann hat er ihm erklärt, möge Allah sich im Rawaha erbarmen, weil er die Versammlungen liebt, an denen die Engel voller Stolz teilnehmen. Damit hat er ihm erklärt und deutlich gemacht, dass im Rawaha radiallahu anhu nicht einfach nur eine Stunde glauben will, sondern er meint damit, lass uns hinsetzen und über Allah sprechen. Eine Stunde, dadurch bekommen wir Glauben. Wenn wir über Allah sprechen, bekommen wir Glauben. Das heißt, das stärkt den Iman. Was stärkt den Iman? Über Allah zu sprechen. Über Allah zu lesen. Der Koran, warum wurde er herabgesandt? Warum? Was steht im Koran drin? Im Koran steht die Beschreibung von Allah subhanahu wa ta'ala drin. Deswegen, derjenige, der den Koran liest, auch wenn nur die ungefähre Bedeutung, die Übersetzung des Koran in ungefährer Bedeutung, kein Problem. Derjenige, der versucht, den Koran zu lesen, wird immer wieder merken und spüren, dass sein Iman stärker wird. Weil er liest, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alle Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem König der Welten, Meister der Welten, Subhana. Ar-Rahman Ar-Rahim, der Alabama, der Barmherzige, egal wie viele Sünden du gemacht hast, Allah ist Ar-Rahman Ar-Rahim. Er ist der Alabama, der alle Sünden vergibt, der Barmherzige, der egal welche Sünde vergibt. Das heißt, du liest den Koran von Alhamdu bis An-Nas. Beschreibungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Der rechtgeleitete Kalif, sagt er weiter, Umar al-Faruq radiallahu anhu, legte regelmäßig eine Pause von seinen vielen Pflichten und von der Last seiner Position als Herrscher ein. Umar al-Faruq in seiner Zeit, als er Kalif gewesen ist, hat er trotz seiner Pflichten und seiner Sorgen diese Pflichten und diese Sorgen kurz auf Seite gelegt. Warum? Er sagt, er nahm die Hand von ein oder zwei Männern
und sprach: Kommt, lasst uns gehen und unseren Glauben stärken. Danach gedachten sie des Herrn. Das ist Freundschaft, das ist wahre Liebe. Dass du deinen Bruder packst und sagst: Komm, lass uns zur Moschee fahren. Bruder, lass uns zu einem Vortrag fahren. Bruder, lass uns zur Moschee fahren, um dort Isha zu beten, Maghrib zu beten, Dhuhr zu beten. Komm, lass uns zum Jumu'ah fahren. Das ist wahre Freundschaft, das ist Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das stärkt die Herzen und das bindet die Herzen. Das heißt, sei mit denen, die die Dunya auf Seite legen können. Sei mit denen, die den Islam über die Dunya stellen. Sei mit denen, die Allah subhanahu wa ta'ala mehr Achtung geben als der Dunya. Die Dunya brauchen wir alle. Keiner kann sich davon freisprechen. Die Dunya ist unser Leben. Also wir leben hier in dieser Dunya. Das heißt, wir müssen essen und trinken und Versorgung bekommen. Ja, wir müssen uns bemühen um unsere Versorgung. Wir können nicht einfach sitzen bleiben und sagen, Allah versorgt uns. Wir müssen uns anstrengen, uns bewegen. Das ist kein Problem. Das Problem fängt da an, wenn wir diese Versorgung, die Allah für uns erschaffen hat, über das stellen, wofür Allah uns erschaffen hat. Allah hat uns für die Anbetung erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ich habe die Menschen und die Djinn aus keinem einzigen Grund erschaffen, außer dass sie mir dienen. Er hat uns nicht erschaffen, damit wir der Dunya hinterherlaufen. Warum? Weil die Dunya hat er für uns erschaffen. Das heißt, deine Versorgung kommt dir hinterher wie dein Schatten. Aber natürlich musst du dich um die Versorgung kümmern. Ja, du musst dich bewegen. Zumindest musst du das Essen, was du vor dir hast, zu dir nehmen. Das ist auch ein Mittel zum Zweck. Aber danach musst du Geld besorgen, arbeiten und so weiter, damit du Versorgung bekommst. Die Versorgung ist da, aber du musst dich darum bemühen. Aber das Problem liegt hier bei denen, die diese Versorgung über dem Islam stellen, über die Ibadah stellen. Von solchen Leuten nimm Abstand, denn sie werden dein Herz verderben. Und die Araber sagen, As-Sahibu Sahib. Der Freund zieht. Der Freund zieht dich. Deswegen dieses Scheinargument von Shaitan, welches in die Herzen eingebracht wird, von wegen, da sind Muslime. Die sind meine Freunde, aber die sind Muslime, Bruder. Die beten zwar nicht, aber die sind nett, die sind korrekt. Das ist ein Scheinargument vom Shaitan, der dich vom Islam abhalten will. Du darfst nicht mit Leuten abhängen, die schlechter als du sind. Sondern du sollst mit Leuten abhängen, die besser als du sind. Die dich weiterbringen. Die besser als wo du hinaufschauen kannst. Und nicht Leute, die du selber noch ziehen musst. Ja, du betest ab und zu mal und der andere betet gar nicht. Und du bist den am Ziehen, aber irgendwann mal zieht er dich. Du denkst, du ziehst ihn, aber irgendwann mal zieht er dich. Deswegen sei mit denen, die wahrhaftig sind, so wie Allah gesagt hat. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Seid mit den Wahrhaftigen, mit den Gläubigen, mit denen, die euch weiterhelfen. Also sogar Umar, der so rechtschaffen war und der so viele Arten des Gottesdienstes ausführte, fühlte das Bedürfnis danach, seine Seele von Zeit zu veredeln, zu säubern, zu reinigen. Das heißt, er war sich nicht zu schade, wie wir heute oder wie manche von unseren Freunden. Er ist sich zu schade, seine Seele zu reinigen. Er ist sich zu schade, in die Moschee hineinzugehen. Deswegen die Frage, warum verschwendest du deine Zeit mit solchen Leuten? Er entfernte sich für eine Weile von den Sorgen des Lebens, um seine Seele zu erfrischen und sein Herz zu reinigen. Er hat nicht gesagt, nee, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Sondern er hat gesagt, ich muss mir Zeit nehmen. Aber hier nochmal, Umar al-Khattab, was waren denn seine Beschäftigungen? Seine Beschäftigung war, den Islam nach vorne zu bringen, die Muslime zu schützen, dafür zu sorgen, dass die Muslime Versorgung haben, Schutz haben, dass sie vernünftig leben, weil er war Staatsdiener, also er war Staatsmann gewesen, radiallahu anhu. Er war Amir al-Mu'minin, der Führer der Gläubigen.
Das heißt, er hat sich um die Umma gekümmert. Das heißt, das an sich ist eine Ibadah. Aber trotzdem hat er das irgendwie so klein gesehen oder als Ablenkung gesehen. Und deswegen hat er sich dann zurückgezogen, um Allah zu gedenken. In einer ähnlichen Weise äußerte sich des Öfteren Mu'ad ibn Jabal gegenüber seinen Gefährten. Während sie miteinander spazieren gingen, sprach er: Lass uns hinsetzen und für eine Weile glauben. Das ist dein wahrer Freund, der dir sagt: Bruder, komm, wir haben lange nicht mehr Koran miteinander rezitiert. Wir haben lange nicht mehr einen Vortrag besucht. Lass uns über Allah sprechen. Lass uns über Rasulullah sprechen. Schau mal, ich habe ein Buch gekauft. Schau mal, ich habe einen Vortrag gehört. Hast du schon gehört? Der Prophet sagte dies und dies. Hast du schon gehört? Umar al-Khattab hat dies und dies getan. Das heißt, er unterhält sich mit dir über das, was dir Nutzen bringt. Der Muslim ist für die Stärkung seiner Seele und die Reinigung seines Herzens verantwortlich. Das ist wichtig zu erwähnen. Wichtig zu erwähnen, weil auch wenn du mit rechtschaffenen Menschen abhängst, wenn du Freunde hast, die rechtschaffen sind, so sind sie nicht verantwortlich für deinen Glauben, sondern du alleine bist verantwortlich für deinen Glauben. Wenn du mit ihnen bist, aber irgendwie dein Iman sich trotzdem nicht erweitert, dann suche nicht die Schuld bei ihnen, sondern suche die Schuld bei dir. Denn du bist verantwortlich für dein Iman, nicht deine Freunde. Wir machen kurz eine Pause, machen den Adhan und nach dem Adhan, ja, machen wir kurz weiter. Ja? Okay, ja. Machen kurz den Adhan, inshallah, nach dem Adhan machen wir weiter und dann schließen wir ab und beten dann gemeinsam Isha. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tayyib, wir machen weiter. Also der Muslim ist für seine Freunde verantwortlich, also für die Auswahl seiner Freunde. Aber die Freunde sind nicht verantwortlich für seinen Glauben. Das muss auf jeden Fall festgelegt werden. Er muss sich immer weiter anspornen, sagt er, um einen höheren Rang zu erlangen. Und er muss sich davor schützen zu fallen. Er selber, nicht seine Freunde. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا, bei der Seele und bei dem, der sie geformt hat, erschaffen hat, Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. Das heißt, er ist verantwortlich für die Erziehung seiner Seele. Und verloren ist derjenige, der sie verloren gehen lässt. Er selber ist dafür verantwortlich, nicht seine Freunde. Deshalb wird vom Muslim verlangt, dass er seine Freunde vorsichtig auswählt und nur an solchen Versammlungen teilnimmt, die seinen Glauben, seine Taqwa und seine Erkenntnis stärken. Das heißt, nicht, dass er nach den Rechtschaffenen in der Shisha-Bar sucht oder beim Fußballverein, nein. Ali radiallahu anhu sagte, اعرف الحق تعرف رجاله. Suche nach der Wahrheit, so wirst du die Anhänger der Wahrheit finden. Wenn du nach der Wahrheit suchst, nach dem Islam suchst, nach der Sunna suchst, so wirst du die Anhänger von diesen Dingen finden. Deine wahren Freunde wirst du dann finden. Er sollte die schlechte Gesellschaft von den Teufeln unter den Menschen meiden und sich von sündigen und aufrührerischen Versammlungen, die nur seine Seele verderben, fernhalten. Er soll sich von den Shayatin der Menschen fernhalten. Wer sind die? Das sind die, die zur Sünde aufrufen. Die sagen, hier Bruder, trink, hier Bruder, rauch, hier Bruder, mach, hier hast du eine Freundin, hier hast du ein Mädchen, hier hast du hier, hier hast du da. Das sind Shayatin, das sind Teufel unter den Menschen. Und er muss sich von Versammlungen fernhalten, die voller Sünde sind, voller Probleme sind. Versammlungen, die sein Herz verderben, seine Seele zerstören. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, halte dich geduldig zurück, zusammen mit denen, die ihren Herrn morgens und abends anrufen, im Begehren nach seinem Gesicht. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ. Halte dich geduldig, das heißt, sei mit den Gläubigen befreundet und habe Geduld deswegen auch. Weil der Shaitan wird kommen und sagen, boah, die sind so langweilig, boah, die sind so, boah, die sind hier, und hör nicht darauf. Sei geduldig, auch wenn sie dir vielleicht anders vorkommen. Auch wenn vielleicht der eine oder andere dir etwas angetan hat, einen Fehler gemacht hat. Und das ist ein Problem, ne, bei uns. Man hängt mit Rechtschaffenen ab und dann macht einer einen Fehler und dann ist man direkt weg. Man sucht nur nach Ausreden. Man sucht nur nach diesen Fehlern, die gemacht wird in der Moschee oder bei den Brüdern, um zu sagen, ich komme nicht mehr. Wir sind so empfindlich geworden. In der Shisha-Bar würden wir das niemals machen, in dem Club und in der Disco. Egal, der hat dir eine Flasche über den Kopf gehauen, deine Shisha geklaut, die Freundin ausgespannt, A'udhu Billah. Und dann sagt man, ach, kein Problem, egal Bruder, was soll's, egal, kein Problem. Aber in der Moschee, sobald jemand ihn falsch anguckt, sobald ein älterer Mann ihm sagt, ey, zieh Socken an, ohne Socken darfst du hier nicht rumlaufen. Kennt ihr diese Geschichten, ja? In den Moscheen vor allen Dingen. Sobald sowas passiert, er lässt ja alles liegen und stehen und ab wieder zu Shisha. A'udhu billah. Nein. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Und halte dich geduldig. Auch wenn hier und da etwas passiert, sei geduldig. Gib den Shaitan keine Chance. Und sei mit wem? Ma'a alladhina yad'una rabbahum. Sei mit denen, die ihren Herrn anrufen, das heißt, die Ibadah machen. Sei mit Menschen, die Ibadah machen, die Anbetung machen. Yuriduna wajha bil ghadati wal ashi. Sie beten nicht Allah nur Jumu'ah an oder nur einmal in der Woche an oder einmal am Tag an, sondern sie morgens und abends gedenken sie Allah.
praktizieren sie, beten sie. Yuriduna wajha. Und warum beten sie, warum praktizieren sie? Weil sie das Gesicht von Allah wollen. Sie wollen Allah sehen im Paradies. Das heißt, es sind keine Heuchler, keine Schauspieler, keine Augendiener, sondern es sind rechtschaffene Muwahhidun, Mukhlisun, aufrichtige Muslime, die nicht einfach nur, wie ich eben gesagt habe, dir ins Gesicht lächeln und am Ende stechen sie dir ein Messer in den Rücken und sprechen hinter dir, hinter deinem Rücken und lästern über dich und verleumden dich und lügen über dich. Nein, sei nicht mit diesen Leuten. Sei mit den aufrichtigen, vernünftigen, sauberen Leuten, die das Angesicht von Allah wollen, die den Lohn von Allah wollen, die keine Schau abziehen. Dann sagt er weiter. Und deine Augen sollen nicht über sie hinwegsehen. Ja? وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Und deine Augen sollen nicht von ihnen wegsehen, indem du den Schmuck des diesseitigen Lebens begehrst. Wenn du mit den Rechtschaffenen bist, schau nicht mit deinen Augen auf die, die nicht rechtschaffen sind. Schau nicht auf die, die im Club sind, die einen auf dicke Hose machen, mit der fetten Karre durch die Straßen fahren. Nein, schau weg. Sag dir selber, diese Leute sind am Ende die Verlierer. Die, mit denen ich bin, das sind die Gewinner, auch wenn sie vielleicht keine teuren Autos fahren können. Auch wenn sie vielleicht mit Bus und Bahn fahren müssen. Auch wenn sie vielleicht arm sind, ich bleibe mit ihnen. Warum? Weil sie sind rechtschaffen und sie sind die Gewinner am Ende. Sie sind die Gewinner am jüngsten Tag. Und das sind die, die das Gute für mich wollen. Und das sind die, die das Beste für mich wollen. Die anderen da draußen, die wollen dir nur Schlechtes. Sie sind mit dir befreundet, solange sie einen Nutzen von dir haben. Ist dieser Nutzen weg, ist der Kontakt weg. Er ist mit dir befreundet, weil du eine Karre hast, weil du ein Auto hast. Sobald dein Auto kaputt ist, hörst du nichts mehr von ihm. Er ist mit dir befreundet, weil du ein bisschen viel mehr verdienst. Sobald du deinen Job verloren hast, ist er weg. Und so weiter, ihr kennt die Geschichten. Sei mit denen, die kein Geld von dir haben wollen, kein Ruhm von dir haben wollen, nichts von dir haben wollen, außer dass sie dein Lächeln haben wollen, dein Glauben sehen wollen, dich sehen wollen, wie du Allah, dich Allah näherst. Sei mit diesen Leuten. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch nicht umsonst, der Mensch ist mit denen am jüngsten Tag, mit denen er befreundet ist. Oder er sagte anders, er sagte, der Mensch ist so, wie sein Freund ist. Der Mensch geht nach der Religion seines Freundes. Ja, in einer anderen Überlieferung sagte er, der Mensch ist mit dem am jüngsten Tag, den er liebt. In einer anderen Überlieferung sagte er, al-mar'u ala dini khalili. Der Mensch geht nach der Religion seines Freundes. Das heißt, er praktiziert die Religion oder praktiziert sie nicht wegen seinem Freund. Wegen den Freunden, die ihn umgeben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihr sollt aufpassen, mit wem ihr befreundet seid. Wählt euch eure Freunde aus. Das ist eure Freiheit, eure Entscheidung, die euch keiner nehmen kann. Und so wirst du, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, erfolgreich sein. Im Diesseits und im Jenseits. So wirst du einen starken Iman haben, so wirst du auch die Religion praktizieren können. Ansonsten darfst du keinen anderen tagen außer dich selber. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fürs Zuhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, dass ihr so zahlreich erschienen seid.